Hallo Leute und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Dead Space Serie. In der letzten Folge waren wir dabei, den Marker auf Ecke 7 an seinen ursprünglichen Ort zu transportieren. Und an dieser Mission hat sich bis jetzt nichts geändert. Aber wir sind gespannt, wie das ganze Spiel enden wird. Also, wollen wir doch mal los. Also, Ziel abgeschlossen, transportiere den Marker durch die Lagerkammer. Du bist fast da, Isaac. Bring den Marker zum Sockel, schnell! Okay, zum Sockel. Ja, genial. Ich bin endlich angelangt. Hier ist die Abbaustelle. Meine Güte. Da bekommt man ja fast einen Herzinfarkt. Ah, ich denke mal, er muss dort drüben hin. Und ich habe keine Medikits mehr. Lass mich raten, hier kommen bald wieder welche. Das sieht cool aus. Wie gerne hätte ich hier eine Mission gespielt. Oder das halbe Spiel. Das wäre echt cool gewesen. Ah, lass mich raten. Wenn ich jetzt hier diese Ranke zerstöre, dann kommen Gegner. Ich habe hier 45 Munition. Vielleicht sollte ich diese Waffe benutzen. Und da kamen auch schon die ersten. Okay, wie komme ich jetzt hier rüber? Hier kann ich nicht durch, oder? Was sehe ich hier gerade etwas? Das geht auch noch nicht weiter. Und hier kann ich auch nicht rein. Ah. Okay, jetzt macht's Sinn. Na super. Brennt, Jungs, brennt einfach nur.
Der Kleine hat freiwillig aufgegeben. Naja, ein Medikit wäre jetzt cooler gewesen. Das sieht echt cool aus. Ich muss es mir echt immer wieder anschauen. Wir haben Gegner. Wow! Na super. Ich bin fast tot, Jungs. Das sieht schlecht aus. Ein Textlog. Ah, wir haben etwas übersehen. Was ist das? Na, wahrscheinlich kommen jetzt nochmals Gegner. Meine Güte. Diese Biester. So, jetzt kann ich hier hinten den Schalter aktivieren. Natürlich. Wow. So, das war's, oder? Auf sein ursprüngliches Podest mit ihm. Na also. Was geht denn nun ab? Oh, Nicole ist wieder hier. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt.
Nicole. Wir sind wieder vollkommen. Wir sind vollkommen. Geo-orbitaler Gravitationsstrahl offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Gesamtes Personal sofort evakuieren. Die Ladung. Ich starte den Strahl neu. Das bringt Zeit. Okay. Bringe den Marker zum Sockel zurück. Abgeschlossen. Reaktiviere die Strahlen. Na also. Los, komm schon! Nein, oder? Das wird nichts mehr. Lass sie gehen, Daniels. Wen denn? Siehst du nicht, wie wahnsinnig du geworden bist? Wir müssen weg. Die Ladung aus dem planetaren Abbau wird bald fallen. Du hattest deine Chance, Isaac. Aber wenn du es immer noch nicht verstehst, helfe ich dir. Ein letztes Mal. Riglink wird überbrückt. Siehst dir jetzt bis zum Ende an. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Nur Gerede. Um mehr ging es bei seiner Forschung nicht. Ist nicht viel, oder? Wie bringt man ihn zum Zuhören, wenn er um Konvergenz bettelt? Ich hatte eine andere Bitte. Er sprach. Und dann hörte er zu. Mach, dass es aufhört, sagte ich. Ich weiß nicht, ob er mich verstand. Genommen wurde, kann ich nicht zurückgeben. Warum kann ich dich nicht wiedersehen, Isaac? Ich hab dich geliebt. Ich hab dich immer geliebt. Nein, oder? Umgebracht? Sie ist Elizabeth Crone, die Wissenschaftlerin von der Hydrostation. Der Marker hat euch beiden etwas vorgemacht. Sie hat Jacob Temple gesehen und du sahst Nicole. Jacob. Nein. Nein, das kann nicht sein. Was hast du nur getan? Ich? Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Nicole war schon die ganze Zeit tot. Du wolltest es einfach nicht wahrhaben. Ach, denn was? Wenn sie weg ist, jetzt ist er wenigstens in sicheren Händen. Der Marker kann niemanden mehr zur Marionette machen. Er mit der Steuerung. Nein. Es ist vorbei. Wir sind wieder vollkommen. Verdeck doch mal. Ich werde sie nicht noch einmal bitten, Croft. Nein, es sind genug Menschen gestorben. Dann tun sie es doch. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Wow. Eiskalt. Es ist besser so, Isaac. Du wirst dich nie von dem erholen, was der Marker dir angetan hat. Wenn die tektonische Ladung fällt, wird all das begraben. Genau wie Earthgarf es wollte. Warnung.
Seismische Aktivität nimmt zu. Bitte an einen sicheren Ort begeben. Erreichte den Landeplatz. Ja, ich glaube, ich muss wohl rennen. Oh mein Gott. Ich wusste, dass was faul war. Das Shuttle. Ich kann es noch schaffen, bevor sie aufbricht. Oh. Ich glaube, das brauchen wir. Quartierlager. Jawohl. Oh mein Gott, noch ein Knoten, ne? Das heißt, es kommt noch eine Werkbank. Das war's, oder? Ja. Wohnquartiere. Ach, jetzt bin ich wieder hier drin. Okay. Macht Sinn, also. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir haben 5 Knoten übrig. Ich denke, als erstes sollten wir abspeichern. Wer weiß, was da draußen noch passiert. Und dann schaue ich doch einfach mal, wo jetzt noch 5 Knoten Sinn machen. Oder sollte ich vielleicht mein Impulsgewehr upgraden? 1, 2, 3, 4 und 5. Ich bräuchte 6, dann hätte ich ordentlich Schaden. Also, dann kaufe ich mir wohl noch etwas Munition und noch einen Knopf. Also. Her mit dem Schaden. Das war's. Und zwar auf die 1 mache ich jetzt mein Impulsgewehr. Dann auf die 2. Mache ich meine Energiekanone und auf die 3 mache ich dann die Strahlenkanone. Dort habe ich überall noch genug Munition und die Nummer 4 lasse ich. Da habe ich sowieso viel zu viel Munition. Also. Das passt so. Und den Flammenwerfer, da habe ich ja auch noch ewig Munition. Ja.
So, dann gehen wir doch mal raus. Und tja, und ich hoffe doch mal, wir können jetzt endlich Egge 7 verlassen. Hauptlandeplatz, hier geht's raus. Oh, perfekt, das Schiff ist noch da. Ah. Da ist sie. Nein, oder? Natürlich kommt jetzt das Teil. Wow! Wow. Die wurde wohl erwischt. Das sieht nicht gut aus, Jungs. Natürlich. Hab ihn gleich, oder? Die explodieren jetzt dann, oder? So, jetzt nur noch zwei übrig. Ich hab's erwischt. Und natürlich kommen jetzt noch Gegner. War so klar. Die blase ich hier einfach weg. So ein Bastard. Der spuckt Säure.
Ah, ich glaube, man schafft immer nur einen. Das sieht echt genial aus. Verdammt, der hat mich getroffen. Na super, er hat mich wieder erwischt. Ich habe ihn, oder? Nein, er hat mich. jetzt. Oh nein. Ich habe ihn. Das war knapp, Jungs. Mein Gott, was für ein Endgegner. Das war krass. Jetzt kann ich fliehen, oder? Ja. Also. Schnell weg hier. Okay, sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Wir sind geflohen und wir sind noch am Leben. Aber ich sage schon mal Tschüss und Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir doch in den Kommentaren vielleicht, was ich als nächstes spielen soll. Und dann sehen wir uns auch bald schon wieder in der nächsten Serie. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid.
Thank you.